Oh, willkommen zurück im Seifenboot. Mein Name Ron, The Wu, Ron und Boot und so weiter. Und ihr kennt alles von diesem Spiel. Noch lange nicht. Wow. Ich hab grad geschaut, ob man eben diesen Ventilator craften kann. Leider Gottes kann man derzeit nur GSO-Teile craften, was scheiße ist. Aber dabei habe ich einfach so unendlich viele Sachen gesehen, was man craften kann, was man noch nicht haben. Unter anderem die GSO Terraphobe Hooverplate. Für die brauchen wir Plumbia, Ingot und Erudian Crystal. Und zwar 3 Stück. Das heißt, es gibt einen Tier 3 Fabricator, den haben wir noch gar nicht. Da muss man sozusagen 3 Sachen ineinander dingsen. Und den Fabricator kann man nicht craften. So, das heißt für uns, erstens, wir dürfen nicht alles verkaufen. Also wir müssen jetzt mal verkaufen, wenn wir Tags bauen wollen. Aber wir dürfen nicht alles verkaufen. Nein, nein, nein. Sondern wir müssen auch ein bisschen sammeln. Das heißt für uns, wir stellen uns da mal die Jungs her. Entlang der Fett. Da werden nämlich dann faktisch unsere veredelten Materialien gebunkert. Und die Straße müsste noch ein bisschen länger werden, glaube ich. Sag ich mal so. Damit man da links und rechts die Dinge. Dann hätten wir da nämlich so eine Street, eine Strada, wo faktisch alles. Ach, deswegen, weil das Hut reinguckt. Wo man jedes Teil, das es gibt, faktisch vollklopfen. Genau. Ist das der da? Nein, das ist die Schrottpresse. Tier 2 Fabricator, Raffinerie. Ach so, den können wir noch gar nicht craften. Den müssen wir dann erst finden. Oh, what the matter. Das heißt, wir werden ein paar Basen raiden. Wir werden. Basil Pomerasel Raidaseln. Silo nehmen wir gerne. Silo nehmen wir gerne. Und zwar hier und hier. Und hier. Das kann man sich vorstellen wie die, wie bei Minecraft die, die, nicht die Kisten, sondern die Barrels. Modded, ich weiß gar nicht, welcher Mod die Barrels jetzt hinzufügt, ist ja scheißegal. Okay, ich glaube, das ist eh schon viel zu viel, geh weg. Ah, jetzt habe ich das da dran geklatscht, oder was? Toll, tolle Wurst. Tolle Wurst, komm mal hier, mach mal hier, so. Ah ja, warte mal, es geht, hier gibt ja Harvester-Drohnen, ich muss das ja nicht selber machen. What? Aber die funktionieren ja wieder wie Shit. Es ist ja keins mehr da von unseren Drohnen. Kein einziges. Ich meine, sind verstreut, könnte man mal suchen gehen. Okay, machen wir das. Machen wir uns mal auf, die Suche nach diesen Drönchensen. Wer weiß, die stecken wahrscheinlich irgendwo fest, weil sie dumm sind wie Brot. Dumm wie Brot. Dun, dun, dun. Und nehmen dabei mit, was wir sehen. Ne? Zum Beispiel sowas. Ist, keine Ahnung. Ist das eines von unseren Crafts? Hat das einen Propeller? Das ist immer die große Frage. Hat das einen Propeller? Nein. Propeller. Hat das einen Propeller? Ist... Ah, das ist im Norden unser Base, der ich gerade nachfahre. Das ist, zum Glück haben wir uns da nicht übernommen mit so Sachen. Ich meine, was man auch noch machen könnte, wir könnten natürlich auf große Eroberungsfahrt gehen und auf das Ding drauf nur so eine Veredelungsanlage, eine Refinery und so weiter draufklatschen und gleichzeitig so ein, ich glaube, so macht man das, oder? Ich glaube, das wäre es. Ich glaube, so ist das gedacht. I think that's how they think about it. Dass man faktisch nicht immer wieder zur Basis zurückfährt, sondern dass man das auf einer mobilen Basis hat. Das heißt, ein Riesentech, wo, was ist denn das Rote? Wo ein total ausgeklügeltes Verarbeitungssystem drauf ist
unten ungefähr 500 von diesen Bohrern und dann einfach quer durchs Land zu fahren und Shit abzubauen. Haben wir das Maximale an Mitnehmen-Dings erreicht? Noch lange nicht, oder? Mitnehmen-Shit erreicht. Haben wir das Maximale an Mitnehmen-Shit erreicht? Das ist hier die Frage. Okay, das ist einfach nur Stein, oder was? Alles klar. So. Oh, 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 oh. Why? So, jetzt ist halt die Frage, gell? Was ist das? Plumbeat. Was ist das? Ah, Plumbeat. Was ist das? Ignit. Was ist das? Oleit. Alter, ich bin ja kein... You know, I don't care. I don't give a sh. Ich kann ja alles aufsammeln, was ich will. Ich bin nämlich der Sammelbob. Ich bin der Sammelbob, der Traktor-Sammelbob. So, dann fahr ich da mal retour mit. Oh, ist runtergefallen. Die brauchen wirklich, tatsächlich, so. Ich meine... Ja, why not? Jetzt müsste man natürlich das Rad nur nach hinten versetzen. Ich meine, wir können ja mal anfangen, okay? Oh shit. Das könnte bitter enden für uns. Oder nicht? Boah! Absolut one-geschottet. Lol. That's how I call it. That's how I call one-shotting. One-shotting brings one-shotting to another level. So, okay, jetzt runter mit dem Zeug. Runter mit dem Zeug. Ah, das wäre jetzt schon geil, wenn das einfach nur... Okay, das wird jetzt einfach mal veredelt. Das muss ja sein, oder? Das muss ja sein. Veredeln muss sein. Kann man nicht vorstellen, dass das anders geht. Haben wir... Geht das den gleichen Weg? Geht das den gleichen Weg? Das ist die Frage. Wahrscheinlich schon. So. Das heißt, wir haben irgendwie so Annahmepads gehabt. Ich glaube, es sind Base-Blocks. Hallo. Base-Blocks. Das Stufenfließband wäre natürlich auch fein fürs Vehikel, weil dann können wir... Schrottpresse, ne? Okay. Stufenfließband. Na. Was? Die Annahme, genau. Das große Annahmetool. Haben wir das, ne? Können wir das bauen? Können wir das kaufen, Mann? Da war doch was. Da gab's doch was. Das war so ein Empfänger, bloß dreimal so breit und... Ah, warte mal, vielleicht ist das... Oder war das die Schraubpresse? Na, das war so... Ich bin mir ganz sicher, ich hatte das schon mal. Ich habe das irgendwo eingesammelt auf einen Raubzug. Von irgendeinem Vehizele, du weißt schon. Mit die schrägen Dinger haben wir gedacht, wäre es ja total cool. Könnte man, kannst du mal da bleiben, du Traktor-Teil, du hässliches? Hallo. Das schwattelt da irgendwo umeinander. So. Ja, machen wir es so. Ne? Ich glaube, es war nämlich so eine Annahmestelle, wo das dann halt mehrere annehmen hätte können, was geil wäre gewesen. Was richtig cool wäre gewesen. Aber es geht so auch. So, also, los mit diesen Tractor-Pads hier. Ach, so muss ich jetzt kaufen. Ich kaufe ein paar. Das mag ich ja nicht. Komm, verpiss dich. So, das da. Nam. Tractor-Pads. Na, GSO-Empfänger. Aber eigentlich wäre es doch cool, würde das identisch aussehen hier. Whatever. Was war jetzt der Plan eigentlich? Was war der Plan? Ah ja, das an zweiten Stock einziehen.
Das heißt, wir müssten bauen so ein nach oben Gerät. Können wir noch nicht bauen. Was haben wir? Wir haben den Slot 2 Fabricator. Okay, den Slot 3 Fabricator können wir nicht bauen. Und das, wir können bauen den Small Generator, craften. Small Generator, das Seeker-Modul, das Guard-AI-Modul. Ah, das eine ist ein Seeker. To assign specific roles for tags. Okay. Dann können wir das Horn, die Horn Booster, GESO Horn Steering Booster. Ah, nice. Den schmalen Silo und den GSO Fabrikator 3. Den findet man nicht, haben wir nicht, gibt's nicht. Okay, und im 3er Fabrikator, es gibt einen 4er Fabrikator auch noch, es wird verrückt. Ein Tier 4, es gibt wahrscheinlich einen Tier 5 Fabrikator auch noch. 5 Slot Fabrikator, what the motherfucking shit comes around. Okay, wir bräuchten den Slot 4 Fabrikator für das Fließbandel nach oben. Fuck it, hätte ich gesagt. So. F-U-C-K, bitch. Aber es ist Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst im Dunkeln. Ist das nicht gut? Munkeln. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Come into my inventory. Schalalalalala. Hast du einen Propeller? Nee. Yep, that happens when you call with me. When you call me? Was? Was rede ich für einen Schwachsinn? Okay, also wir one-shotten alles weg. Solange unsere Schilde oben sind, ist alles gut. Wir brauchen dieses rote Erz, dieses schwarze Erz, dieses gelbe Erz, dieses grüne Erz. Hey, 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 ganz cool bleiben, Schnuffel. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Zwei davon. Das schwarze, glaube ich, haben wir noch gar nicht. Ist das Treibstoff? Ist das Fuel? Ist das, was ist das? Ach, okay, alles klar. Und dafür gibt es dann diese... Hallo? Grüß Gott. Kommen Sie hier, kommen Sie weiter. Dann sagt es das, wenn du ein so eins bist, dann... Ach ja, wie ist denn das jetzt gegangen? Die sind ja diese Dinge... Ach so, die kommen dann nach der Veredelung oder vor der Veredelung? Da steht sicher an, scheiße. Oh Mann, dann... Lalalala. Kannst du dich da mal verpissen, du Gestein? Ich hasse Gestein. Was ist da los? Okay, dann verpiss dich, Gestein. Gestein kann mich mal. Oh nein, wir müssen schauen. Ich erahne Schlimmeres. Ich erahne Schlimmeres. Ich meine, es geht auf einmal gar nichts mehr weiter. Wir waren die schnellste Maus von Mexiko und jetzt haben wir so ein... Hässlicher Harvester. Okay. Aber ja, okay, aber ja, okay. Make it so. Weil nehmen wir so einen Baum auch mit. Weil eben, das sind ja die Dinge, die man nicht veredeln kann. Na doch, die kann man veredeln. Aber die Blubberbläschen da, kann man die auch veredeln? What the F? Okay. Das sollte eigentlich... gleich auf der Maschine veredelt werden und in diesem ist da ein Ventilator drauf. Bist du ein Propeller-Mensch? Bist du es? Oder bist du es nicht? Mann, bist du nervig. Oft reicht ein Treffer, ein guter. Ja. Und zack, weg. Weg ist der Speck. Dankeschön, das war's, mein Freund. Einmal unbeweglich gemacht. Wieso schießt er jetzt wieder nicht? Schießt doch eh. Doppeltreffer werden nice. Sowas wie das. Sowas wie das. Sowas wie das.
beschützt dich. Jetzt liegt halt da der ganze Scheißschrott rum und das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte, aber okay. Ich glaube, wir haben Probleme, Kinder. Ich glaube, wir haben Probleme. Freund, wir haben ein Problem. Okay, jetzt nimmt der das da alles an, zwar. Wir stapeln da auch verschiedene Sachen schon. Das möchte ich zum Beispiel nicht doppelt stapeln. Da. Das ist dumm. Das muss man nicht zweimal stapeln. Das kann man verkaufen. Achso, hier muss man einen Verkäufer hier anstecken. Können Sie mal kurz den Verkäufer anstecken, bitte? Jawohl, Verkäufer wird angesteckt hier. Und tschüss, Puff. 30 nur? Was? Oder war das überhaupt das? Ja, keine Ahnung. So, was Gelbes, was Grünes, was Rotes. So, wir schauen mal, da was ankommt. Das Rote ist auf jeden Fall jetzt veredelt. Das ist eine Oleus-Kapsel. Und das da, das ist eine Hydro-Rab-Kapsel. Oh, alles klar, Hydro-Rab-Kapsel. Wir sind auf jeden Fall die Ultra-Miner, die Miner-Propiner. Und es geht nur so ewig langsam darunter. Das muss die Straße noch länger sein und muss man mehr Empfänger bauen. Ich glaube, ich muss mehr Empfänger drauf schnolzen. Moment. Kann der immer nur eins empfangen, ne? Das ist natürlich scheiße. Nimm dies zu meiner Empfängnis, oder was? Wie das? Das ist ja widerlich. So. Das hilft aber auch nicht wirklich viel, ne? Ah, okay, da ist der Fehler. Das Fließband sollte natürlich dann auch weit weg fabrizieren. Da checkt er schon. Ah, okay, alles klar. Ich bin voll. Ich bin der, der voll ist. Und ihm müsst ihr ihm da jetzt praktisch per Hand sagen, ne? Dass er das nicht doppelt sammeln sollen, weil wir brauchen den Platz. Also. Das weg. Ich glaube, Asasilo wird ja wohl reichen mit dem Zeug, ne? Ich meine, man könnte das wahrscheinlich auch mit diesen Filtertubes lösen. Ah, nein, die brauchen wir. Nur die Roten können sich verpissen. Red is dead, my friend. Verpiss dich, du Rotes. So. Ah, nein, die. Jetzt laggt es aber schon schön da. Es ist ein bisschen ein Lagarino. It lags very, very. Ach, man, man muss das unbedingt mit diesen Filterdingen lösen. Okay, schauen wir uns die mal an. Filterfließband. Kaufen mal ein paar von den Filterfließbändern. Top. Komm her mal eins. Ein Filterfließband. So. What? None. Gott. Harvest Idol Escort Guard. Klatsch da mal auf MyTech drauf. Nee, da klatsch dich dran. Okay, da geht. In die Richtung geht Annie. Ich will aber Ressource, Raw Ressource, Refined Resource. Alloy or Block. Alloy Block. Okay, also mit dem kann man das eher nicht lösen. Also mit dem könnte man nur faktisch den Fabrikator, den Generator lösen. Alles klar. Generatorlösung, so, bumm.
das ist much. This is much, man. This is much. This is too much. Too much. Kann man da kurz den Empfänger hinclashen, damit das da weitergeht. Plan war ja, dass dann irgendwann einmal kein Platz mehr ist und dann, wenn kein Platz mehr ist, geht es einfach weiter. Ne? Da bing, da bong, da busch. Der Treibstoff bringt genau überhaupt null Geld. Null Geld, Mann. Null Geld. Oder ist das der was gerade 400 bringt? Der bringt 400, meine Lieben. 400 für Treibstoff. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Obwohl, ich bin mit der Batterielösung eigentlich viel zufrieden, ne? Obwohl auf Dauer, ich weiß, wir müssen immer wieder zurück zur Base. Aber wir müssen sowieso zurück zur Base. Also, who cares? So, was ist da los? Ich werde dich einfach zermalmen. Ich werde dich einfach zermalmen. Ich fahre einfach über die drüber. Was soll passieren? Und ich will mich nicht beschäftigen müssen damit dir. Du nervst mich. Du bist klein und lästig. Komm, geh einfach. Du liegst außerdem schon auf der Fräse. Und du bist zu nah für meine... Irgendwie stimmt da. Irgendwie. So. Die tun so, als würden sie schießen, können aber nicht schießen. Ist auch okay. Jetzt haben wir hinterher schon sehr schwer. Aber soll sein so. Soll sein so. Also man baut schon wieder. Man baut schon wieder ein Unitech. Ein Unitech. Das war nur Stein. Stein vom Krein. Grüß Gott, auf Wiedersehen. Sterben Sie jetzt. Ich meine, die sind schon ziemlich. Die hauen rein, oder? Die hauen rein, die Dinger. Bist du David? Bist du David? So. Hast du oder hast du nicht da hinten, mein lieber Freund, hast du oder hast du nicht ein Propellergerät angehängt? Nein, hast du nicht. Oder? Oh, shit, und selbst wenn. Das wäre nicht viel überblieben. Oh Mann, jetzt müssen wir da schon recht weit brausen. Man müsste das mit den Drohnen, man müsste schauen, wie das mit den Drohnen funktioniert. Also funktionieren tut es ja nicht, weil scheinbar sind alle unsere Techs, die wir jemals hatten, Jolonese tot. Ich will gar nicht schießen, ich will das da einfach gemütlich abarbeiten hier. Der hat doch sicher Arkan. Oh Mann. Alles klar. Da gehen wir dann mit dem Schleuzi mal vorbei. Kann man uns da irgendwie... Achso, warte, wir könnten uns da so einen Block setzen. Dann wissen wir, dass wir da nochmal her müssen. So, you standing in my way. Ich mein, jeder wird Geocorp-Sachen mit diesen Venture-Sachen zu schnelleren Sachen probieren zu machen. Nehme ich mal stark an, oder? Ich meine, das wäre sonst verdummt blöd. Wir haben jetzt so viel Stein jetzt eingesammelt, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen Base-Raiden. Base-Raiden ist der Schlüssel zum Erfolg. Einfaches Base-Raiding. Ehrliches, einfaches Space Reading. So, da hinten, die nehmen wir noch mit. Ansonsten klatschen wir halt nur so eine Platten auf. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt müssen wir. Ja. Ja. Alter.
Okay, das heißt, wir müssen uns da ein bisschen das Holz runterklopfen. Wir müssen uns hier ein bisschen das Holz runterklopfen. Wo sind denn diese Dinger da? Diese, nein, diese, nein, diese, nein, diese. Eins nur mehr, shit. Naja, und? Kann man das nicht so hochkant? Also, so dass es runterguckt, dass man sozusagen. Nicht so. Doch nicht so. Also seitlich möchte ich es haben. Seitlich. Vielleicht so? Nee, so? Nee, so? Nee, so? War schon mal so? Ja, genau so. Ja, ich muss leider ein bisschen das Holz da wegsortieren. Das ist jetzt lästig. Ich weiß, I know, but. Holz bringt 0. Und das Zeug bringt einfach. Massig. Back to Basil, Pommeraysl. Da, wo es Schleuzi ist, also weg zu Schleuzi. Irgendwo greift irgendwer irgendwas von mir an. Schön. So, drücken wir mal auf die Tube. Wir können echt ganz schön lang auf die Tube drücken. Hast du oder hast du nicht? Haben wir einen Propeller dran. Ich muss mal im Google eingeben. How to get the propeller? Was bist du? Hast du einen Propeller dran? Na, du bist ein Idiot. Ich hasse dein Gesicht. Was soll das überhaupt sein? So, mit den Turbinen auf der Seite. Ja, Turbinen wäre vielleicht auch eine Idee. Bin mir nicht sicher. Die Teile da, ne? Was machen die? Nach vorne oder nach hinten können die dran? Mal reparieren kurz. Machen wir die schneller oder anders oder gelber oder grüner? Ah, sie machen wir auf jeden Fall schneller. Okay, alles klar. Hier werden sie auf jeden Fall anders. Yeah, so stellen wir das vor. Okay, alles klar. Wir haben da ein bisschen, wir sind ein bisschen, wir brauchen nur 1000 Sachen, vor allem diesen Tier-3-Fabrikator, einen Propeller und ein Craft, das am besten gleich eine Kohlemaschine ist, on board. Kohlemaschine on board. Und wir brauchen eine Reparaturblase, die auch das hier reparieren kann. Sprich, eine, die hier sitzt. Hier. Ja, hoffentlich. Oh, das Gelbi kann nicht raus. So, bitteschön. Schauen wir noch kurz, ob die Verarbeitung funktioniert. Und ob wir neue Blöcke generieren, weil das da sind ja die. Da funktioniert mir gar nichts. Was ist das? Das ist schon. Ah, fuck you. Undo. Undo, please. Weil das war ja schon ein raffinerierter Block. Genauso wie das da. Wie kommt denn das. Ach so, na, das. Wie kommt denn das überhaupt her? Geh mal dich bitte verkaufen. Das ist gut, das ist wichtig, das brauchen wir. Das brauchen wir noch. So, oh Mann, hey, wie viele verschiedene Scheißdinger gibt es denn überhaupt? Das ist ja furchtbar. Es gibt viel zu viele verschiedene Scheißdinger, das habe ich schon gesehen.
Das Grüne haben wir auch noch nicht, das Blaue haben wir auch noch nicht. Ja. Jetzt müssten wir schon wieder ein neues Silo dahin klaschen. Was sind denn die Silos? Silo. Kleines Silo. Ich weiß nicht, wie er das komisch sieht da auf der Base. Dass er mir einfach immer... das Ding da falsch dran klopfen möchte. Und dann geht natürlich das Menü auf. Vielleicht sollte die Basis nicht, vielleicht sollte nichts draufstehen. Vielleicht sollte man einfach nur diese... Die wollen nur, dass da so Verteidigungstürme stehen und die Basis selber keine Bewaffnung hat. Ich glaube, so ist das gedacht. Aber ich meine, jeder klatscht auf seine Basiswaffen drauf. Das ist ja ganz normal. Das ist das Normalste der Welt. Hätte ich gesagt, ne? Hallo. Mann, oh Mann. So. Wo hängst du fest? Ach so, das war nicht. Natürlich scheiße von mir. Na gut, das nimmt hier Form an. Ich muss da nur ein bisschen anderes Sortiersystem noch machen. Zum Beispiel zwar so Straßen mit den Verteilerbändern, wo es sagt, du lässt durch nur Fuel, du lässt durch nur Blocks, du lässt durch nur Dings, und dann hätten wir faktisch so drei so so Lagerungsstätten, Endlagerstätten sozusagen. Da wird eh schon alles wegverkauft, was man nicht verkaufen kann. Also was man nicht mehr brauchen kann. Die Frage, wenn ich da jetzt nur so ein Silo nehme, zum Beispiel das da, und ich knatsche das da hinten dran. Okay, dann geht in die Richtung faktisch mehr von dem, oder was? Alles klar, das ist die... Aber auf der Seite... Okay, also ich nehme mal an, das... Das denkt sich das so. Okay, ja, wow, wir sind die Harvester auf Moon. Wir harvesten bis zum absoluten Untergang. Meine Lieben, cheerio.